Guten Morgen. 3. Mai, wie angekündigt, feiern wir heute schon wieder Apostel, nämlich Philippus und Jakobus. Der Philippus kommt deswegen auch heute im Evangelium vor. Philippus, der sagt, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und die wichtigen Worte Jesu, der sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Das haben wir jetzt schon mehrmals betrachtet. Aber man kann es nicht oft genug betrachten, denn es ist der Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der von sich sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, das ist nichts, was die Christen durch Rechthaberei sich ausgedacht haben. Sagt mir einen Religionsgründer, der 3 Tage im Grab gelegen hat, wieder aufersteht und dann sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der hat seine Kredibilität wirklich bewiesen. Und deswegen gehen jetzt die Apostel zu den Völkern und damit sie sich von den toten Götzen zu dem einzigen lebendigen Gott bekehren, der sie zum Vater führen kann. Denn es ist ja die Sehnsucht jedes Menschen, das ewige Leben zu bekommen. Ja? Alle Religionen haben 1000 Mechanismen, sich von ihren Sünden zu reinigen. Stellt euch vor, wie schrecklich das eigentlich ist, dass es Religionen gibt, die verkünden, dass man immer und immer und immer wieder geboren werden muss, bis man endlich rein genug ist, um zu Gott zu kommen. Und unsere Religion, unser Gott sagt uns genau das Gegenteil. Streng dich nicht so an, du musst nicht dich immer wieder von der Ratte bis zum reinen Nichts auflösen, sondern ich habe schon alles für dich getan. Und darum geht es heute in der ersten Lesung. Ja? Der heilige Paulus, ein Apostel, sagt hier, liebe Brüder, vor allen Dingen erinnere ich euch an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Wenn ihr an dem Wortlaut dieses Evangeliums festhaltet, dann werdet ihr gerettet. Und dann sagt der Paulus, oder habt ihr den Glauben etwa unüberlegt angenommen? Ja? Unser Glaube ist nichts, was unüberlegt wäre. Der Glaube sucht zu verstehen. Und was sagt der Paulus dann? Denn vor allen Dingen habe ich euch das überliefert, was auch ich empfangen habe. Ich, Paulus selber, habe dieses Evangelium von den Aposteln empfangen, von denen wir heute 2 feiern. Und was haben die Apostel den anderen überliefert? Paulus ist der Erste, der die Tradition empfängt und weitergibt. Christus ist für uns gestorben, gemäß der Schrift. Er ist begraben worden, mit anderen Worten, er war tot, mucksemause tot, und ist auferstanden, gemäß der Schrift. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das sagt alles, ja? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Strafe der Sünde ist der Tod. Christus hat diese Folge der Sünde auf sich genommen, sodass wir nicht unter den Folgen der Sünde leiden müssen. Wir müssen nicht wiedergeboren werden. Wir müssen nicht tausende komplizierte Sachen machen, um das ewige Leben zu erlangen. Christus hat es für uns errungen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu ihm zu gehen, der Weg zum Vater ist, der uns mit seiner Barmherzigkeit umarmt. Und dann sagt der Paulus, und warum glauben wir ihm das? Weil er von den Toten wiedergekommen ist, gemäß der Schrift. Er ist auferstanden und er hat sich dem Kephas gezeigt, Petrus, erster Zeuge der Auferstehung. Er hat sich den 12 Jüngern gezeigt und dann hat er sich gezeigt den Jakobus, ja, das war der Herrenbruder, keiner von den 12, sondern der Cousin Jesu, und dann den anderen Aposteln. Mit anderen Worten, hunderte von Menschen haben Jesus als den von den Toten wiedergekommenen gesehen, und deswegen ist das, was uns von den Aposteln überliefert worden ist, das Zeugnis der Apostel, glaubwürdig. Es ist der Grund, auf dem wir stehen. Die Apostel sind die 12 Grundsteine der Kirche und auf deren Glauben fußt unser Glaube. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr Leute fragt, auch Priester, ja, was glauben wir? Und dann ist die Antwort, ja, meiner Meinung nach. Es geht hier überhaupt nicht um Meinungen oder irgendwelche Opinions. Wir glauben das, was uns von den Aposteln überliefert worden ist. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Das ist der Glaube, durch den wir gerettet werden und zum Vater kommen. Frohes Fest von Philipp und Jakobus. Bis morgen.